Willkommen zum nächsten Part von Erledigt. The Last of Us Remastered. Ja, wir versuchen nun mit Henning und Sam zur Brücke zu kommen. Okay, schau mal nach. Bis jetzt schlagen wir uns ganz gut. Scheiße, der Chuck kommt. Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Komm schon! Mit! Schneller, schneller! Belly, der hat dich! Du! Okay, hol den hoch! Es tut mir leid. Was? Was? Was soll der Schwachsinn? Hey, jetzt! Was zum Teufel, Henry? Wir bleiben zusammen. Wo bist du? Los, rein ins Gebäude, mach schnell! Okay. Er ist mal in Sicherheit. Warum hat uns Harry verraten? Entschuldigung, Henry verraten. Das wäre ein netter Kerl. Ja, man sollte niemandem vertrauen. Vor allem nicht in einer Welt wie The Last of Us. Noch 60 Pillen und dann kann ich mein Leben erhöhen. Wer, Harry? Ja. Ich meine, Henry ist wirklich ein mieses Schwein. Uns einfach so in den Stich zu lassen, ist echt nicht nett. Soll ich jetzt da durch die Tür durch oder wie? Scheint. Und jetzt rennen. Hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Mist. Oh Gott. Du hältst mich oben. Ellie. Keine Diskussion. Ellie. Verdammt. Ah.
Henry! Er wacht auf! Hey du, wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey! Er ist sauer, aber er wird uns nicht zu... Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Wärt ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären ertrunken. Schon gut, ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Das war heftig. Alles klar? Ja. Suchen wir jetzt diesen Funkturm. Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Der flüstert, der lügt. Augen offen halten. Ich bin schon dabei. Kann ich schwimmen gehen? Nö. Schade. Bestimmt war das mal ein richtig schöner Strand früher. Aber jetzt... Wasser ist das etwas anders. Es sieht so aus, als wäre ich dem Chaos und dem Durcheinander lang genug ausgewichen. Meine Zeit zur See neigt sich dem Ende zu. Ich habe keine Vorräte mehr und dieses Boot hat schon bessere Zeiten erlebt. Und wisst ihr was? So muss es irgendwann kommen. Mal sehen, was ich von der Menschheit noch. Mal sehen, was von der Menschheit noch übrig ist. Was kann schon schief gehen, oder? Falls ihr mein Skelett findet, tretet bitte nicht auf meinen Schädel. Danke. Ich. So. Kein Problem, mal schauen, ob ich dein Skelett finde. Ich. Ich bin der König der Welt. Juhu. Yay. Tatsächlich, für 2019, da war ich mal auf einem Kreuzfahrtschiff. Mittelmeer. Hab sogar auch Videos dazu gemacht. Findet ihr auf YouTube unter der Playlist Freizeit und Vlogs. Eine Mittelmeerkreuzfahrt, da waren ich, meine Patentante und mein Onkel. Und zwar waren wir einmal auf Korsika, dann waren wir einmal in Rom. Ich dachte vorhin,
für ihn erschießt. Ja, hätte ich fast. Sie sind nett. Verständlich. Ich glaube, es ist gut, dass Sie da sind. Da hast du recht. Hatten früher alle Boote? Nee. Ja, ich habe eine große Yacht. Ernsthaft? Nein. Sarkasmus. Es geht voran. Was meint sie damit? Oh ja, auf jeden Fall waren wir dann auch noch. Hey Ali! Irgendwo noch in Italien. Wir haben was. Lass uns mal nachsehen. Ja. Und dann waren wir noch in Barcelona. War eine einwöchige Kreuzfahrt mit zwei Seetagen. Also Seetage heißt, dass man den ganzen Tag auf See ist. Da ganz durch. Und hat alles gepasst. Hilf mir mal damit. Das war die Aida Sol, auf der wir waren. Die wurde da in dem Jahr 8 Jahre alt. Okay, kommt Kinder, los. Na gut. Joel führt zu Super Mario. Du bist dran. Okay. Eigentlich sind ja Rohre Marios Job. Sagen, eine Kanalisation wird doch in so einer Zeit ein prima Versteck. Wir sollten uns hier umsehen. Gut, wir gehen hier lang. Mir gefällt es hier nicht wirklich. Mir auch nicht, aber wir haben keine Wahl. Niemand würde mit Sicherheit drauf kommen, dass jemand in einer Kanalisation untertaucht. Das wäre schon echt sehr viel Zufall. Und da ist der Weg vorbei. Hier lang! Wenn du das aufkriegst, krieg ich durch und mach die Tür auf. Oh, jetzt eine riesige Ratte. Okay, das krieg ich tatsächlich auch noch nicht. Und woher wolltest du wissen, dass es ausgerechnet dort lang geht? Danke, das macht... Wie viel Euro, Dienerin? Kanalisationsnotiz. Jetzt bin ich seit einigen Monaten weg und die Welt geht weiter zugrunde. Wo man auch hingeht, gibt es Infizierte und Nicht-Infizierte, die dich töten wollen. Die Menschen sind wieder Teil der Nahrungskette. Ja. Baby, unglaublich, dass ich so lange überleben konnte. Die Kanalisation ist ziemlich sicher. Wegen der wenigen Ein- und Ausgänge ist sie leicht zu verteidigen. Und wenn doch jemand hereinkommt, kann ich ihn in diesen Irrgarten abhängen. Ich bin zwar nicht hart, aber ich bin schnell. Vielleicht sollte ich einfach hier unten warten, bis oben wieder alles normal ist. Ja, da kannst du drauf lange warten. Die Welt wird nicht wieder normal werden. Ich glaube, ich bin jetzt erst einmal ein Kanalmaulwurf, Mann. Wünsche mir Glück. Ich. Okay. Ich ist vom Schiff in die Kanalisation gegangen. Okay.
Jo, einer muss anscheinend schwimmen gehen. Kommen wir nicht hier raus? Ja, ich opfer mich. Nein, da kommen wir nicht hin. Ich kann nicht schwimmen. Ja. Okay, vielleicht bringt das irgendwas. Okay, Joe. Hier kommen wir rüber. Hey, das Ding hängt an einer Kette. Vielleicht geht es irgendwie damit. Da, ein Generator. Ja, wie soll ich da raufkommen? Frage. Henry, versuch's mal. Okay. Dann mal los. Ja, es geht. Jetzt lass das Tor bloß nicht runter. Ich sehe mich mal um. Bleib wachsam. Das wäre jetzt der gute Moment, Joel einzusperren und hier zu lassen. Gesehen, ja, er muss sich um sich selber kümmern. Infizierte? Ernsthaft? Mit Sicherheit sind hinter dieser Tür Infizierte. Oh, Scheiße. War's das? Gut. Schon wieder von Ish. Gestern habe ich Leute getroffen, die nicht sofort auf mich schießen wollten. Unglaublich. Ich weiß, wir haben Vorräte ausgetauscht. Und sind wieder unsere Wege gegangen. Sie hatten Kinder dabei und schienen sehr verängstigt. Fast hätte ich ihnen von diesem Ort erzählt. Aber was, wenn sie wie die anderen sind? Was, wenn... Weißt du was? Es ist mir egal. Was bringt es zu überleben, wenn niemand mehr über deine schlechten Witze lacht? Morgen werde ich sie suchen. Vielleicht wollen sie mir hier Gesellschaft leisten. Ich. Und hier hat Ich geschlafen? Fragezeichen. Hoffentlich war nicht einer von diesen infizierten Ich. Oder von diesen Familienmitgliedern. Wenn ja, dann sind die jetzt tot. Ja! Ich bin noch ganz. Da ist schon wieder.
Ellie kennt schon das Spiel. Na los, Ellie. Na also, sehr schlau. Es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Da hast du recht, Ellie. Da hast du recht. Sieh nach, ob der Generator noch Saft hat. Hier geht gar nichts. Ist das gut oder schlecht? Ja, dann lass mich. Sagen wir zwei beeindruckt. Wir sind schon Profis darin. Ja, hier waren meine Kinder. Wow. Eine Akustik. Eine was? Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Ja, ich. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Wer wohnt denn hier? Ich. Wie meint er das hier für ein gutes Versteck hält? Ich muss sagen, ich war sehr schlau. Ich beeindruckt mich. Zum Ausrüsten gedrückt haben. Als ob nur eine Waffe. Ja, lol. Shorty. Super. Bomben verbessert. Bombenhandbuch 1. Verbesserte Radius von eingesetzten Sprengstoffbehälter. Improvisierte Fallen und Techniken zum Schutz eines Gebietes. Infizierte. Ja, dann kümmere ich mich um den nächsten Part. Um die Infizierte. Ciao.